Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Zu fremden Gestaden, meiner Videoreihe mit Betrachtungen zu Corto Maltese, dem lakonischen Kapitän ohne Schiff und ohne Heimat. Und ich bin fast ein wenig enthusiastisch an dieser Stelle, was vermutlich damit zu tun hat, dass wir das etwas arg nebelige und leicht deprimierende Europa inmitten des Ersten Weltkriegs hinter uns gelassen haben und uns nun wieder dem eigentlichen Kernthema von Corto Maltese zuwenden können, Exotik und Eskapismus. Der andere Grund dürfte wohl sein, dass dies zu meinen Lieblingsbänden mit Corto Maltese gehört. Wer mein Ranking-Video zu den Corto Maltese-Bänden gesehen hat, wird festgestellt haben, dass die Äthiopier bei mir auf Platz 3 gelandet sind. Also extrem hoch. Der Wermutstropfen ist, dass dieser Band nicht ganz so lang ist wie die vorangegangenen. Die Äthiopier sind die letzte Gesamtausgabe, die auf Kurzgeschichten basiert. Und zwar 4 Stück insgesamt, die Hugo Pratt noch immer für Piff zeichnete. Danach würde er bei Piff aufhören, aber vor allem zu dem großen Format zurückkehren. Bis zu seinem Tode würde es Corto Maltese nur noch in Bänden geben, die eine Handlung mit über 100 Seiten lang entsprechen. Für Hugo Pratt war es nicht ungewöhnlich, Corto Maltese an das Horn von Afrika zu schicken. Zum einen war das für Pratt selbst eine vertraute Rückkehr, denn er hatte hier seine Kindheit verbracht. Und zum anderen hatte er bereits 1969 begonnen, die Wüstenskorpione zu zeichnen, eine Reihe, die sich in genau dieser Region abspielt. Corto Maltese schreitet hier somit durch eine Gegend, welche rund 22 Jahre später Leutnant Koinsky und die Long Range Desert Group verunsichern würden. Das ist dann aber bereits der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Am Anfang dieser schönen Ausgabe gibt es einen Essay von Umberto Eco mit dem Titel Sehnsucht nach Abenteuer. Und Umberto Eco hat immer so viel über Hugo Pratt zu sagen. Und hier beklagt sich Eco allerdings, dass es ihm etwas unnatürlich erscheint, dass er den Kapitän ohne Schiff sozusagen inmitten der Sahelzone sehen muss. Dies sei unpassend, da zu Corto in erster Linie das Meer gehört, die Strände, die typischen Möwen und die tief hängenden Palmen. Und ich verstehe, was er meint, doch genauso ist es mir letztendlich mit die Kelten ergangen. Gar nicht zu sprechen von einem Corto Maltese-Band, der später kommen wird, der sich in der Schweiz abspielt. Aber hier an dieser Stelle muss ich Umberto Eco auch ein wenig widersprechen. Wie gesagt, für mich gehört die Äthiopier zu einem meiner Lieblingsbände aus dieser Reihe. Und ich finde, dass Corto Maltese und die Wüste irgendwie wundervoll zusammenpassen. Ich musste auch sofort an Lawrence von Arabien denken, als Peter O'Toole zu Alec Guinness sagt, die Araber haben recht, wenn sie sagen, die Wüste ist ein Meer, in das kein Paddel getaucht wird. Die Integralausgabe von Schreiber und Leser kommt gewohnt mit einem reichhaltigen Einblick in Hugo Pratts Vorproduktion. Bei Pratt lief das stets sehr häufig auf Studien hinaus, die mit Wasserfarben oder Ölfarben gemalt wurden. Ein aufwendiger Teil dieser Studien ist Kusch gewidmet, der in den hier vorliegenden Kurzgeschichten eine zentrale Rolle hat. Und hier natürlich ein großartiges Halbprofil von Corto Maltese. Das hätte man doch gerne als ein riesiges Plakat irgendwo an der Wand. Ein weiterer wichtiger Teil der atmosphärischen Leinwand hier sind die kolonialen Elemente, also vor allem britische Uniformen. Doch
Kommen wir zu der ersten Geschichte. Die trägt den Titel Im Namen Allahs des Barmherzigen. Und es ist diese erste Geschichte, die mich am meisten an die Wüstenskorpione erinnert. Handlungsmäßig steigen wir hier sozusagen in Medias Res ein. Ich fühle mich ein wenig an die Eröffnung von Durch die Wüste von Karl May erinnert, als wäre dies eine Unterhaltung zwischen Kara Ben Nemsi und Haji Halef. Auf jeden Fall beginnt Hugo Pratt diese Geschichte mit einem Zitat aus dem Koran, den Anfang der 93. Sure, die ich hier mal schnell aufblättern kann. Sura vom hellen Tag. Bei hellem Tag, bei der Nacht, wenn sie finster ist, nicht verlassen hat dich dein Herr und nicht gehasst, und besser ist für dich das Jenseits als das Diesseits. Das beginnt also richtig tiefschürfend. Und die ersten 6 Frames übrigens haben eine sehr unverwechselbare Handschrift von Hugo Pratt und zeigen etwas, das er immer öfter anwenden würde. Diese Idee, erstmal irgendwelche abstrakten Details zu präsentieren und unseren Blick gleichzeitig immer mehr auszoomen, bis es klar und deutlich wird, was wir da eigentlich sehen. Aber zugleich ist es auch ein Weg, um uns sozusagen Informationen über die Situation zukommen zu lassen und mit wem wir es zu tun haben und wo wir sind. Und auf jeden Fall eine sehr ästhetische Art, Comics zu zeichnen. Hier bedient sich Pratt fast etwas schamlos bei Lorenz von Arabien, indem er den arabischen Führer von Corto Maltese sagen lässt, die Wüste sei deshalb am schönsten, weil sie so sauber ist. In dem berühmten Film von David Lean sagt es allerdings T.E. Lawrence zu einem Journalisten, der ihn für eine Zeitung interviewt. Übrigens für jene, die das interessiert und weil ich immer so gerne Querverweise hier einwerfe. Es gibt insgesamt 2 Bücher von T.E. Lawrence, die sich mit seinen Erlebnissen in Arabien beschäftigen. Der recht berühmte Klassiker, die 7 Säulen der Weisheit. Und dann auch so ein bisschen diese Art von Fix-Up-Buch mit dem Titel Aufstand in der Wüste. Das nur so am Rande. So, wir befinden uns hier übrigens im heutigen Jemen, also am südlichen Ende der arabischen Halbinsel. Und das ist ebenfalls eine Region, die umkämpft ist zwischen Türken, Arabern und Briten. Der Erste Weltkrieg setzte sich im Mittleren Osten fort, in einem riesigen territorialen Konflikt, also eben in diesen Tagen von T.E. Lawrence. Und wir scheinen hier unterwegs zu sein zu einer Festung mit dem Namen Turban, die offensichtlich in türkischer Hand ist. Und hier ist der Auftritt von uns, einem unserer Hauptprotagonisten hier, der faszinierende junge Krieger Kusch. Und wie gesagt, Kusch ist auch dieses narrative Scharnier, das die Wüstenskorpione mit Corto Maltese verbindet. Den Spaß gönnte sich Hugo Pratt zu enthüllen, dass die Wüstenskorpione und das Corto Maltese in einem Shared Universe sind, eben halt nur 22 Jahre versetzt zeitlich. Somit ist Kusch hier am Anfang seiner 20er, während er in seinem kurzen Auftritt in den Wüstenskorpionen offensichtlich mehr ein Mann Mitte 40 ist.
Und in dieser Geschichte schleichen sich Korte und Kusch in eine türkische Garnison und sorgen dort für Unruhe. Wir erfahren nicht so richtig, wer denn dieser Araber ist, den Korto zu der Festung führt. Korto nennt ihn spaßeshalber El Oxford, in Anspielung darauf, dass der Mann ihm zuvor erzählt hatte, er hätte in England an der Oxford-Universität studiert. Das hat damit auch eine gewisse Ähnlichkeit, finde ich, mit der Gestalt des Ali in Lorenz von Arabien, damals gespielt von Omar Sharif. Aber das ist vielleicht nur mein Eindruck. Aber man kann nicht so ganz von der Hand weisen, dass es hier Einflüsse gibt in diesem Band, durch T. Lawrence, aber auch durch den David Lean-Film, finde ich. Die Geschichte hat also eine schöne runde Prämisse. In der türkischen Festung hält ein berüchtigter Kommandant den jungen Prinzen Saud gefangen. Unser Trio hat den Auftrag, die Situation zu evaluieren und gegebenenfalls zu handeln. Und nur am Rande, historisch gesehen ist dieser hier besprochene junge Prinz Saud derselbe Prinz, dessen Foto Hergé, der Erfinder von Tim und Struppi, gesehen hatte und der ihn zu der Erschaffung des Quälgeistes Abdallah inspirierte. Das ist also eine eher seltene Überschneidung zwischen Corto Maltese und Tintin, denn zwei Comics-Künstler wie Hergé und Hugo Pratt könnten auf dem Spektrum der Möglichkeiten gar nicht unterschiedlicher sein. Hier ist eine tolle kleine Anspielung, die deutlich macht, dass Hugo Pratt durchaus immer wieder eine gewisse Continuity in den Corto Maltese-Geschichten im Sinne hatte. Denn Corto grübelt hier darüber, dass er erst 4 Wochen zuvor an einem Nordseestrand gestanden hatte und nun am Roten Meer ist. Also in Anspielung auf die vorangegangenen Geschichten in Europa, in die Kelten. Aber diese ganze Sequenz hier ist ein typischer Moment der Corto Maltese-Welt, diese Augenblicke der Ruhe, umgeben von Hitze und Schatten. Aber es ist immer auch ein bisschen ein Zeichen dafür, dass es bald richtig krachen wird. Corto schleicht sich hier verkleidet als Araber durch die Festung und findet dort überrascht schottische Kriegsgefangene. Das erinnert mich ein wenig an den großartigen Film Five Graves to Cairo von Billy Wilder aus dem Jahr 1943, einer meiner Lieblingsfilme von Billy Wilder. Großartiger Streifen, den ich nur empfehlen kann, mit einem epochalen Erich von Stroheim in der Rolle von Feldmarschall Erwin Rommel. Auch ein großartiges Panel hier. Da überrascht es mich nicht, dass es letztendlich den Einzug fand bei Schreiber und Leser auf die Titelseite. Das Ganze hat also einen gewissen Grad an Suspense, diese Geschichte, denn unsere Protagonisten sind noch immer verkleidet und schleichen sich durch diese feindliche Festung in der Hoffnung, ihr Ziel zu erfüllen, ihre Aufgabe. Aber weil eben der Muezzin, also der Gebetssänger, etwas unbeabsichtigt getötet wurde, ergreift Corto spontan dessen Burnus und improvisiert, damit sie weiterhin unerkannt bleiben. Und da eben die passende Uhrzeit ist, klettert er auf das Minarett und versucht sich als Muezzin, indem er mit seinem Gesang zum Gebet aufruft. In einer etwas mehr satirischen oder klamaukigen Geschichte würde er auch damit davonkommen, aber nicht bei Hugo Pratt. Cortos Versuch ist zum Scheitern verurteilt und die Türken in der Garnison, die denken sich nur, what the fuck, was geht hier vor? Der L. Oxford kriegt hier einige sehr großartige Zeichnungen verpasst von Hugo Pratt, finde ich. Und natürlich auch diese herrliche perspektivische Zeichnung.
Demgegenüber dann das hier, also das ist alles super großartig. Hugo Pratt war richtig in Form hier. Nun bricht natürlich die Hölle los und bis zum Ende der Geschichte ist alles nur noch Action. Aber Hugo Pratt gestaltet das alles sehr cineastisch, mit richtig toller Montagelogik aus Aktionen und Reaktionen. Also da lässt er es so richtig krachen und diese Festung wird sozusagen zum Schauplatz dieses Kampfes zwischen den etwas überraschten türkischen Soldaten und unseren drei Abenteurern. Aber auch eben der schottischen Armeeeinheit, die Corto wohlweislich sofort befreit. Und hier lernen wir also seine königliche Hoheit Prinz Saud aus der Linie der Scharifen von Mekka kennen. Und Kusch drangsaliert das Kind ständig mit dem Stock. Und als ihn Korto fragt, was das eigentlich soll, antwortet Kusch: Er ist ein Prinz und wenn er erstmal groß geworden ist, werde ich das nicht mehr mit ihm tun können. Den quält ihn aber so ein bisschen und nervt ihn. Und das hier ist dann die letzte Seite und ein atmosphärischer Ausklang der Geschichte. Und eine Sanddüne am Ende, leer ohne Menschen. Eine herrliche Einsamkeit der Wüste, herbeigeführt nur mit wenigen Strichen und Punkten. Und diesmal keine Möwen, wie es bei Pratt sonst in den Schlussbildern der Fall ist, sondern einfach nur die Leere der Wüste. Und das war's. Zumindest was diese erste Geschichte in diesem Sammelband, die Äthiopier, betrifft. Aber wenn es dir gefallen hat, dann bist du vielleicht beim nächsten Mal auch wieder dabei. Mach's gut, bis dann.